Hallo zusammen. Falls ihr euch für das neue Flyballer-System mit Rettung von Graupner, das Hawk 18, interessiert, seid ihr hier richtig. Ich zeige euch, wie ich das einbaue, einrichte und dann den ersten Flug und auch die ersten Rettungen damit mache. Bisher hatte ich in meinen Helis das GR18 verbaut. Das funktionierte auch super, aber die neue Rettungsfunktion des Hawk 18 hat mich dann schon neugierig gemacht. Die Wahl fiel auf mein Logo. Da die beiden Systeme sich ansonsten recht ähnlich sind, sollte der Austausch eigentlich recht problemlos von der Hand gehen. Bevor der neue Empfänger eingebaut wird, notiere ich mir noch schnell die Einstellungen des alten Flyballer-Systems. Denkt dran, die Hauptrotorblätter abzubauen, bevor ihr den Akku anschließt. Das Hawk 18 und das bisher verwendete GA 18 sind sich nämlich ziemlich ähnlich und ich erhoffe mir so, den Prozess des Neueinfliegens sparen zu können. Also ab ins Telemetriemenü und fix mit dem Handy die ganzen Einstellungen fotografieren. Eine Besonderheit beim Hawk 18 gibt es jedoch. Der Kanal 5 ist reserviert für die Rettung. Bisher hatte ich auf Kanal 7 die Taumelscheibenempfindlichkeit und auf Kanal 5 die Heckempfindlichkeit. Letztere packen wir daher später noch auf Kanal 9. Damit ich nicht alles komplett neu anlegen muss, kopiere ich mir das aktuelle Modell auf einen freien Speicherplatz. Jetzt wechseln wir auf das neu angelegte bzw. kopierte Modell. Und ändern noch schnell den Namen, damit wir nicht durcheinander kommen. Wie eben schon erwähnt, müssen wir jetzt den Drehregler von Kanal 5 auf Kanal 9 legen. Also Kanal 5 löschen und bei Kanal 9 wieder hinzufügen. Da ich den Drehregler so eingestellt hatte, dass er in der Mittenstellung 70% im Flyballess-Menü hatte, müssen wir noch die Servomitte anpassen. Die 70% hatte ich damals als perfekten Standardwert fürs Heck erflogen und wollte ihn daher auf der Mittenstellung haben. Da auch die Anschlüsse identisch sind, markiere ich mir als nächstes die Position der Servokabel mit kleinen Punkten. Ein Punkt für Kanal 1, zwei Punkte für Kanal 2 und so weiter. Jetzt können die Kabel raus und das alte Flyballess-System kann ausgebaut werden. Nun kommt endlich das neue Hawk 18 an seinen Platz. Bevor ihr das Heckservo anschließt, solltet ihr sicher sein, dass der Mittenimpuls korrekt ist. Aber da die Graupner Flyballess-Systeme als Standardwert 1,5 Millisekunden haben, genau wie mein Graupner Heckservo, kann ich direkt alles einstecken. Bevor wir den neuen Empfänger binden können, müssen wir die Verbindung zum alten erstmal löschen. Dazu gehen wir in die Sendereinstellung und tippen einfach auf das Feld bei RX1. Jetzt schalten wir den neuen Empfänger ein und klicken erneut auf das Feld bei RX1. Jetzt sucht und findet er den neuen Empfänger. Zur Kontrolle einmal kurz an Pitch wackeln und die Taumelscheibe sollte sich irgendwie bewegen. Jetzt können wir das neue Flyballess-System konfigurieren. Ich hatte mir ja die alten Werte abfotografiert und tippe sie nun 1:1 analog Handy ein.
Der Wert Pitch-Rettung ist natürlich beim Hawk 18 neu. Standardmäßig wird hier der Wert 70 eingetragen. Da ich jedoch bei Kanal 1, also Pitch, die Drehrichtung umgekehrt habe, muss ich hier entsprechend minus 70 eintragen. Beim Logging stelle ich den Wert auf 0, dadurch wird mir per Telemetrie der Euler-Winkel angezeigt. Ist dieser abnormal hoch, zum Beispiel durch Vibration, könnte die Rettungsfunktion beeinträchtigt sein. Als nächstes wird die Wirkrichtung des Flyballess-Systems eingestellt. Dazu gibt man mit dem Knüppel die Richtung vor und bewegt anschließend den Heli um mindestens 45 Grad in dieselbe Richtung. Jetzt können wir endlich den Schalter für die Rettung dem Kanal 5 zuweisen. Da ich auf der linken Seite Motor aus habe, habe ich mich für den langen Schalter rechts entschieden. Die Rettung wird jedoch nur ausgelöst, wenn der Schalter auf einen Wert zwischen minus 150 und minus 111% kommt. Da dies standardmäßig nicht der Fall ist, müssen wir noch den Servoweg vergrößern, zumindest in die eine Richtung. Das positive Limit stelle ich der Vollständigkeit halber noch auf 0 ein. Ein kurzer Test im Servomonitor und der Schalter schaltet, wie er soll. Wenn ihr dann später einmal testweise die Rettung betätigt, sollte die Taumelscheibe ein Stück nach oben fahren und dann wieder langsam runterkommen. Jetzt müssen wir noch die Lage des Helis kalibrieren. Schließlich soll er später senkrecht nach oben retten. Dazu muss die Rotorwelle exakt senkrecht stehen. In meinem Fall habe ich einfach etwas Papier vorne unter die Kufen gelegt, bis die Pitchwaage auf meiner Motorglocke exakt 90 Grad anzeigt. Dann im Flyballess-Menü einmal die Lage kalibrieren und der Heli sollte später sauber nach oben retten. Zum Schluss setze ich mir die Taumelscheiben und Heckempfindlichkeit wieder auf die beiden Drehregler. So kann man während des Einfliegens die Werte schnell anpassen. Dazu den Wert einfach so lange verringern, bis der entsprechende Kanal angezeigt wird. Der Wert in den Klammern daneben ist die aktuelle Knüppel- oder Drehreglerstellung. Die Taumelscheibenempfindlichkeit wurde beim Hawk 18 übrigens sensibler eingestellt als noch beim GR 18. Daher habe ich den alten Wert um 25 reduziert, von 95 auf 70 für den Erstflug. Jetzt noch den anderen Drehregler fürs Heck. Geschafft. Zeit für einen Testflug. Was mir nach dem Start sofort aufgefallen ist, ist, wie sauber der Heckrotor steht. Beim GR 18 hatte ich im Schwebeflug immer ein ganz leichtes Pendeln, welches ich nie losgeworden bin. Beim Hawk 18 steht das Heck wie eine 1. Und das bereits mit den Standardeinstellungen. So, jetzt wird es ernst. Das erste Mal die Rettung betätigen und schauen, was passiert. Funktioniert.
Probieren wir das gleich nochmal aus, aber diesmal aus einer Schräglage. Also, Pitch nach vorne. Man sieht sehr schön, wie der Heli sich gerade stellt und dann nach oben wegsteigt. Das Momentum der Vorwärtsgeschwindigkeit wird natürlich etwas beibehalten. Jetzt ist natürlich noch die Frage offen, ob das auch aus dem Rückenflug klappt. Versuch macht klug, also ab auf den Rücken. Etwas mulmig war mir schon, in so einer Situation die Steuerung abzugeben. A, würde ich sagen. Interessant fand ich, dass er erst einen kleinen Negativ-Pitch-Impuls nach oben gibt und dann rotiert. Die Wolkenkante ist aber eine gute Referenz. Ich bin zuversichtlich, dass so auch eine Rettung in Bodennähe auf dem Rücken gelingt. Abschließend kann ich sagen, dass ich von dem Hawk 18 sehr angetan bin. Einbau und Einstellung sind einfach und schnell erledigt. Man braucht nicht mal einen PC dafür. Die Rettung funktioniert, wie sie soll, und der Heli fliegt auch mit den Standardeinstellungen schon richtig gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Ich werde jetzt noch ein paar Akkus leer fliegen. Bis bald!